Hi und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Florian Sondershausen hier und in diesem Video sprechen wir einmal über das Thema, was besser ist, Aktien oder Kryptowährungen. Was kannst du jetzt auf jeden Fall sofort umsetzen? Ja, und bevor wir direkt mal reinstarten und ich dir mal ein paar Sachen natürlich halt auch im Chart zeige, damit du dann natürlich nochmal einen besseren Einblick halt auch bekommst und auch erhältst, möchte ich erstmal vorweg natürlich sagen, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Partei ergreifen und sagen, ey, Kryptowährung ist auf jeden Fall immer besser oder Aktien ist total blöd oder das andere ist schlecht. Nein, ich möchte das relativ neutral betrachten. Und für die neutrale Betrachtung können wir uns auch erstmal anschauen, was das Ganze oder wie das Ganze natürlich halt auch erstmal geschieht an den Märkten, was jetzt hier halt natürlich auch noch zu betrachten halt auch ist. Wir können da gleich mal in die Charts natürlich auch mal reingehen, damit wir direkt Zahlen, Daten, Fakten halt auch haben. Aber erstmal davor können wir uns ja erstmal ein paar andere Parts anschauen und jetzt erstmal so vergleichen, wie das Ganze halt auch funktioniert. Ja? Du kannst ja in der heutigen Zeit am guten Smartphone schon mal auch schnell eine App runterladen und also jetzt beispielsweise diverse Broker, kannst du ja einfach so im App Store halt direkt was runterladen, dann kannst du dir da kurz ein Depot halt auch eröffnen und kannst schon dort relativ schnell Aktien kaufen. Ja? Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, geht das überhaupt im Kryptomarkt halt auch? Ja? Wichtig ist auch erstmal, im Aktienmarkt war es ja im Vorfeld ja auch nicht so einfach damals. Man braucht immer ein Bankkonto, extra Papiere unterschreiben, bla bla bla. Das ist halt immer so damals ein bisschen langwierig gewesen. Das ist ja jetzt heute wirklich extrem smart. Einfach kurz die App runterladen, Aktien kaufen. Ist wirklich smart gelöst. Ja. Beim Krypto-Part auf der anderen Seite ist es halt so, dass es genau dasselbe ist. Extrem viele Leute denken halt immer noch, dass man Kryptowährungen noch voll kompliziert nur kaufen kann, weil das Ganze halt kryptisch halt auch ist. Und ja, das ist aber definitiv nicht so. Das Ganze geht genauso einfach wie im Aktienmarkt. Heißt also, du kannst ja einfach die App runterladen, ne, am Smartphone. Ne, sollte ja jeder von uns halt natürlich halt auch haben. Gerade in der Digitalisierung hier gerade, wo wir uns halt gerade auch befinden. Wir haben ja auch einfach gemerkt, dass halt über die Pandemie hinweg natürlich, dass sowas wie Homeoffice sehr, sehr, sehr relevant geworden ist. Ja, selbst halt einfach, dass man auch Live-Calls halt auch über Zoom, also über das Internet natürlich machen kann. Übrigens kann man auch Zoom-Aktien kaufen. Die ist über die Pandemie natürlich halt auch sehr stark gestiegen. Und ja, das ist natürlich ein ziemlich spannendes Thema. Und zu diesem Part, ob Aktien oder Kryptowährungen, würde ich sagen, dass es ein relativer Gleichstand halt einfach ist von der Möglichkeit, das halt auch überhaupt zu kaufen. Ja, also es ist beides komplett simpel, ist beides genau auf einer gleichen Ebene. Also ich würde sagen, so gesehen, gleiche Punktzahl natürlich für Kryptowährungen und halt auch für die Aktien. So, dann einfach mal der zweite Punkt natürlich, wo wir mal ein bisschen Vergleich natürlich mit sich ziehen, sind halt einfach die, ja, die großen Märkte an sich selber. Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen links und rechts schauen, einmal Kryptowährung, einmal die Aktien. Aktien sind natürlich schon extrem lange am Markt. Ja, das sind ja immer große Unternehmen, wo du ja dann halt auch Aktienanteile kaufen kannst. Jetzt beispielsweise habe ich eben schon mal genannt, Zoom ist ja auch relativ frisch bzw. unbekannter, als wie im Vergleich zum Beispiel zu Coca-Cola, was du jetzt wahrscheinlich halt auch kennst. Ja, das ist halt so übergeordnet ein großer Unterschied. Du kannst natürlich von Coca-Cola oder Starbucks oder profitieren, indem du halt dort einfach über so eine App, wovon wir auch eben gesprochen haben, halt einfach gewisse Anteile natürlich kaufst. Ja? Und das heißt also, wenn das Unternehmen wächst, dann wächst natürlich halt da auch dein Konto, dein Depot, was du halt auch da halt auch hast. Also relativ simpel, relativ einfach gelöst. Auf der anderen Seite, bei Kryptowährungen ist es halt eher also ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen natürlich. Viele denken, man kann halt schnell reich werden, weil das halt so ein volatiler Markt ist. Das heißt einfach nur, das ist ein sehr junger, ein sehr frischer Markt. Den gibt es halt natürlich auch schon seit über 10 Jahren. Aber der Aktienmarkt auf der anderen Seite, das sind ja wirklich beständige Unternehmen, die halt auch wirklich sehr groß halt auch sind.
und die eine gewisse Marktkapitalisierung halt haben. Deswegen kennst du ja auch solche Unternehmen wie ja, Coca-Cola und Starbucks. Ne? Die begegnen uns ja einfach von den Getränken halt her die ganze Zeit, immer wieder in Restaurants, in Supermärkten, ja, einfach halt überall auf Plaketten, also so auf Plakaten, weil Werbung produziert wird und weil die halt natürlich ihre Marke größer und größer da halt auch ja, gestalten möchten. Ja, auf der anderen Seite, bei Kryptowährungen ist es halt ähnlich. Es gibt neue Unternehmen, frische Unternehmen, die sich da auch sehr stark etablieren, auch in der Reisebranche, in der Anwendungsbereichen von diversen Unternehmen, die man halt auch so im Alltag natürlich halt auch kennt, wenn man jetzt gerade am PC halt auch arbeitet und sowas wie Google Chrome benutzt oder einen Drive-Ordner, weil wir laden ja oder sichern unsere Daten ja auch teilweise alle online halt auch ab. Diese Anwendungen gibt es auch alle halt auch auf der Blockchain. Und das ist ein mega spannendes Thema, weil viele das gar nicht wissen, wo da halt auch der Mehrwert halt natürlich halt auch ist. Ja? Weil im Vergleich bei den Aktien, ich kann die Aktie kaufen und ich profitiere natürlich mit vom Unternehmen. Auf der anderen Seite, bei Kryptowährung ist es auch so der Fall natürlich, dass ich vom Wachstum des Unternehmens halt profitiere. Der einzige Unterschied ist einfach nur, wenn ich bei gewissen Anwendungen halt diese Tokens bzw. diese Coins halt auch halte, bekomme ich immer wieder vom Unternehmen auch einen starken Benefit. Also ich selber profitiere halt auch davon. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du jetzt einige Coca-Cola-Aktien auch hältst, hast du natürlich den Vorteil, dass das Ganze ja wächst und du aber halt von Coca-Cola auch regelmäßig einmal in der Woche oder einmal im Monat immer einen Kasten Coca-Cola nach Hause geschickt bekommst, ja? Und das komplett kostenlos. Warum? Weil du an das Unternehmen glaubst. Das ist nämlich in dem Part von Kryptowährungen so der Fall. Ich habe ja schon mal über diverse Themen natürlich halt auch gesprochen, mal jetzt ganz klassisch gesehen, einfach die normale Krypto-Kreditkartenbank. Relativ einfach, das Ganze kann man ja auch mit Fiat-Währungen ja halt auch gestalten. Aber der gewaltige Unterschied ist es, wenn ich mit der Krypto-Karte zahle, dann bekomme ich immer wieder so ein kleines Cashback-System. Heißt also, ich werde belohnt in Form von diesem Unternehmen. Ja? Das heißt, ich bekomme immer 3% auf alles, was ich kaufe, egal ob das Smartphone, ob es Computerteile ist, eine Webcam ist, egal, oder die Kamera. Und da ist einfach das Schöne, ich bekomme auf alles 3% Cashback. Und jetzt muss man mal überlegen, wie hoch sind natürlich meine Ausgaben? Aufs Jahr gesehen, macht sich das bezahlt? Wird sich bestimmt schon lohnen. Auf der anderen Seite natürlich wieder, es gibt auch Unternehmen auf der Blockchain, wo auch in der Reiseindustrie halt auch positioniert ist. Beispielsweise ich persönlich war jetzt auch letztes Wochenende in München und ich habe halt für meine Reise $100 wiederbekommen. Ja, ich habe selber umgerechnet ca. $1000 bezahlt für die Unterkunft halt, für die paar Tage. Und da habe ich jetzt natürlich für 10% wiederbekommen, also diese $100, was halt super toll ist. So, und das macht sich langfristig natürlich halt auch sehr bezahlt. Ja, also das heißt einfach, du kannst davon profitieren, Anwendungen auf der Blockchain zu haben und auch deren Coins zu halten. Das ist super smart, das funktioniert sehr gut auf jeden Fall. Du wirst also vom Unternehmen belohnt. Auf der anderen Seite von Coca-Cola, ich bekomme keinen Kasten Cola nach Hause geliefert. Von abgesehen, das ist auch so eine gute Frage, ob das auch so gesund wäre, wenn ich da jede Woche oder jeden Monat so einen Kasten Cola bekommen würde. Naja, das ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Part. Also es ist relativ gleich. Das heißt also, auf der einen Seite Kryptowährungen finde ich absolut positiv. Ich werde besser unterstützt. Ich hab wirklich was als Endverbraucher davon was. Ich kann richtig gut davon profitieren. Auf der anderen Seite profitiere ich bei Aktien natürlich nicht davon. Aber Aktien sind natürlich beständiger, sind nicht so volatil bei den Kursschwankungen als wie Kryptowährungen. Ja? Das ist dann halt natürlich da halt ein bisschen ein kleiner Minuspunkt. Ja, weil viele nicht verstehen, wie man da halt auch Profit, also Gewinn bringt, natürlich halt auch das Ganze für sich nutzen kann. Ja? Und wir können ja auch gerne nochmal auch in die Charts natürlich halt auch reinschauen, wie das halt auch so mit sich geht und wie das Ganze halt natürlich halt auch aussieht. Wenn wir uns das so bei den Charts, bei diesen Kursbewegungen halt auch mal tiefer reingehen und das Ganze halt auch anschauen, dann möchte ich dir einfach mal zeigen, wie so das ein oder andere natürlich halt auch aussehen kann. Ja? Das heißt also, ich
Ich bin jetzt hier mal im guten Facebook-Chart halt auch drin, relativ klassisch. Oder jetzt hätte ich halt auch hier mal zum Beispiel auch den Tesla-Chart, kann ich halt auch mal aufmachen. Und dann siehst du hier auch einfach mal so ein kurzer Chart. Du musst das Ganze auch nicht so krass verstehen. Wichtig ist einfach nur, dass du halt verstehst, hier okay, so gesehen von Anfang November 2021 bis jetzt hier so Ende Februar, war ja jetzt vor kurzem, ist der Kurs aber auch um knapp fast 44% eingebrochen. Ja? Das ist schon ordentlich. Und jetzt innerhalb von kürzerer Zeit ist er wieder um knapp 51% gestiegen. Ja? Also hier vom 11. März, habe ich übrigens meinen Führerschein abgegeben, bis halt hier Mitte April auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Also nicht mal einen Monat ist der gesamte Tesla-Chart um über 50% gestiegen. Ja? Das ist schon ziemlich heftig, das ist schon ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Ähnlich sieht es aber auch zum Beispiel bei Apple halt auch aus oder halt wie gesagt auch Facebook. Facebook ist da auch ziemlich stark halt auch eingebrochen. Jetzt mal hier ganz genau gucken, auch 51%, das ist schon übel. Also das heißt einfach nur, wenn du jetzt selber 1000 Euro hier oben investiert hättest, hättest du hier unten nur noch 500 Euro über gehabt. Ja? Das sieht halt bei Krypto halt auch teilweise ähnlich halt auch aus. Aber man muss halt einfach sagen, wenn man das Ganze jetzt so vergleicht, auch hier von November bis Januar ist er auch um 52% korrigiert. Das heißt einfach nur, was will ich dir damit sagen? Wir haben uns das Ganze jetzt halt mal hier kurz angeschaut. Vergleich Facebook, Vergleich Apple, Vergleich Tesla und Vergleich zu Bitcoin. Und eigentlich sehen alle vier Charts genau gleich aus. Also Bitcoin ist genau gleich krass gefallen wie Tesla, wie Facebook und halt auch wie Amazon. So, aber das ist so der wichtige Part, ja. Das heißt also eigentlich, von der Kursschwankung ist es eigentlich auch komplett Gleichstand, ja. Das heißt also, wenn ich eigentlich in die Kurse rein investiere, ist es eigentlich schon fast egal, ob es jetzt Aktien oder Kryptowährungen halt auch ist. Das ist ein spannendes Thema. Da solltest du dir vielleicht auch mal Gedanken drüber machen. Der andere Unterschied ist natürlich noch, du kriegst bei der Blockchain, also auf der Blockchain, von diversen Unternehmen extrem heftige Punkte natürlich. Du bekommst Belohnungen, wie du davon halt auch weiter profitieren kannst. Das ist ein super spannendes Thema natürlich. Man kann davon die ganze Zeit, also kontinuierlich natürlich profitieren, im Alltag selber. Das Ganze, wie das halt auch funktioniert, erklären wir natürlich halt auch im Training bei uns, wo halt auch schon über 1000 Schüler natürlich mitmachen. Und wir sind natürlich halt auch eines der ersten und größten Bildungsinstitute für Blockchain-Technologien im deutschsprachigen Raum. Und wenn das Ganze für dich halt auch interessant ist, wie man jetzt natürlich halt auch von den Kursen profitieren kann und zugleich noch von den Unternehmen, damit du von deinem Konsum, was du kontinuierlich natürlich immer im Alltag auch noch hast, immer wieder profitieren kannst, dann trag dich mal auf ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video halt auch ein und wir finden gemeinsam mal heraus, wie wir dir auch am besten da weiterhelfen können. Wichtig ist einfach, wir haben schon jede Menge Menschen da halt auch weitergeholfen. Wenn du jetzt halt auch die großartige Chance für dich ergreifen möchtest, dich besser positionieren möchtest, finanzielle Polster sichern möchtest, finanzielle Polster aufbauen möchtest, dann trag dich, wie gesagt, hier unter diesem Video halt auch ein auf ein kostenloses Erstgespräch und wir melden uns dann in den nächsten Stunden oder Tagen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao, dein Flo.